Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Dead Island 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen jetzt hier weiter. Wir sind ja beim letzten Mal hier angekommen in der Polizeistation oder in der Polizeiwache, besser gesagt. Und werden jetzt mal schauen, dass wir die Waffe finden. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Was? Wo hat die schon wieder hingeschlagen? Egal. Ich brauch's eigentlich gar nicht mehr fragen. Es ist ja irgendwie sowieso komisch. Darauf wird es nämlich keine Antwort geben. Naja, Freunde, wenn ihr die Antwort wissen wollt für den Sinn des Lebens, dann liked doch einfach mal das Video. Danke dafür. So, okay, schauen wir doch mal. Kann man hier rein? Locks on locks on locks. Ja, ja, du sagst es. Immer wieder ist alles hier verschlossen. Ah, that's the luck of the Irish for you. Five finger discount time. Fünf Finger Rabatt, ja, so kann man das nennen. Finde ich. Okay, das, ah, guck mal hier. Sturmschrotflinte. Oh, hello. Nice. You're just my type, darling. Stick around. Stick around. Schlagstock, auch nicht schlecht. Ich suche die Räume in der Polizei. Nach Waffen. Gibt es noch mehr Räume? Haben wir noch irgendwas übersehen? Ah ja. Wirklich? Wo sind hier noch Waffen? Ach, da, ja. Okay. Sehr gut. Habe ich sonst noch irgendwie was übersehen? Ich hoffe nicht. Einmal aufmachen bitte, danke. Lass mal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen jetzt. Also orientierungsmäßig. Doch, weiter nach links. Okay, da. Lass mich! Was haben wir denn jetzt bekommen? Warte mal, den Revolver, den kann ich auch mal austesten. Nice! Der haut gut rein, der haut gut rein, oder? Wenn man den trifft. Lass mich! Bullschwein! Der haut gut rein, der haut echt gut rein. Nein, lach doch nach. Sag mal, ist es aber auch Pistolenmunition? Oder hat er irgendwie Revolvermunition? Wahrscheinlich nicht, wa? Da gibt es wahrscheinlich keine großen Unterschiede. Ja, na, schmeckt dir das? Junge, das kann ich auch. Hör doch auf, das ist nichts Besonderes. Ein paar Bodybuilder-Zombies auseinandernehmen. Sollte ist doch überhaupt gar kein Problem. Irgendwie so. Schon geil, so. Jetzt, wenn die ein bisschen schneller ist. Ich hab die doch schneller gemacht, oder? War ein bisschen durcheinander mit den ganzen Mods, die ich jetzt beim letzten Mal draufgetan habe. Aber ich glaube, ich hatte die ein bisschen schneller gemacht. Das ist wirklich das Beeindruckendste an dem Game, dass du die Leute wirklich so zerteilen kannst, wie du Bock hast, ey. Das ist schon echt stark, Mann. Das haben die schon echt gut hinbekommen. Was noch so ein bisschen, wo noch so ein bisschen die richtige Evolution fehlt, ist, finde ich persönlich, so bei Darstellung von, obwohl Rauch ist auch schon krass, aber so Feuerdarstellung oder Wasser oder so Gelee-mäßige Masse, so weißt du, das, da geht es bestimmt noch, das ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass du da noch so ein bisschen in Zukunft das noch krasser präsentierst, weißt du, weil das ist, glaube ich, mit das Schwerste, was du so machen kannst, glaube ich, also ich denke mal so, dass du ein Bein abtrennen kannst gezielt, das ist schon... das ist ja schon länger so, aber hier so, dass du die teilweise die Haut dann rausmachst, einzelne Körperteile gezielt so wegmachst, das ist schon stark, ey. Weiß nicht. Mal schauen, was da noch alles kommt. Sup? Hope your tickets are in order, because I brought back the whole feckin' gun show. Sweet. Where'd you find it? Use your head. They're from the police station you were on about. Dude, you lifted from a police station? You're crazy, man. I'm crazy. It was your feckin' bright idea to go looking there. I say dumb shit all the time, yo. I don't
listen to me. Don't you know that place is haunted by zombies? Ah, stop acting the maggot. You wanted firepower. Now you have it. I'll take my parade at your earliest convenience. Oh, well, thank you very much, Skibutsky. But it's only fair if I trade you for it. So, here. Alles klar. Der Typ ist so drauf, einfach nur. Mann, 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 ey. Ach, guck mal hier, das ist, Ne, ist doch nicht freigeschaltet. Mach sie fertig. Angriffe auf Zombies mit niedriger Gesundheit erhalten einen kleinen Schaden. Das wird doch los. Also, wenn wir niedrige Gesundheit haben. Okay. Ne. Was ist die andere Karte? Du stehst auf Gliedmaßen, oder? Verstümmel einen Zombie, um Gesundheit, Gesundheit zurückzugewinnen. Alter! Ausdauer zurückzugewinnen? Nein, 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 nein. Nehmen wir das. Das ist sehr gut. Das ist doch geil, Mann. Yes. Sebastian Dude. Sebastian Dude. So. Das ist natürlich stark, ehrlich gesagt, Leute. Das ist schon stark. Dann tun wir mal die Pistole weg, den Revolver können wir auch verschrotten, weil wir haben ja noch einen. Warte, 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 dann herstellen. Pistolenmunition, Gewehrmunition. Gewehrmunition. Waffen, die die Waffen, die die Munition verwenden, null. Also, okay, dann haben die doch andere Munition. Dann haben die doch spezielle Revolvermunition. Okay, gut. Okay, scheiße, jetzt habe ich meine Pistole natürlich verschrottet. Ja. Nicht schlimm. Hat der vielleicht nochmal neue Waffen, oder? Jetzt, wo wir ein neues Level erreicht haben? Schrotmunition? Okay, alles klar, alles klar. Auf in die militarisierte Zone. Wo ist denn die? Ah, okay. Okay. Wenn ich das schon wieder sehe, weißt du, beim letzten Mal haben wir versucht, da reinzukommen. Jetzt müssen wir durch die Story da rein. Ey, ohne Witz, ich glaube, es wäre sogar... ich weiß nicht. Nicht allgemein, aber bei vielen Sachen habe ich so das Gefühl, es wäre echt wirklich besser, erstmal komplett die Story voranzutreiben und dann sich nochmal entscheiden, will ich jetzt noch ein paar Nebenmissionen machen oder nicht. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch geil und die einzig richtige, was heißt die einzig richtige, aber mit die beste Option ist es ja, Nebenmissionen auch zu machen, um zu leveln auch, weißt du? Und du willst ja stark sein, du willst ja krass sein. Scheiße, ich wollte ja eigentlich rüberspringen. Schwer. Weil wir sind ja da lang wir sind ja beim letzten Mal hier gewesen, konnten da nicht rein und jetzt müssen wir durch die Story rein. Und dann denke ich mir so, okay, beim letzten Mal war es einfach umsonst da lang zu latschen. Weil wir machen das ja sowieso jetzt noch. Wisst ihr? Kann man... Versteht man, was ich meine? Ja, wahrscheinlich. So, das will ich auch mal auschecken. Sehr großer Schrotflinten-Fan. Die sieht auch geil aus, ey. Die sieht richtig geil aus. Ja. Muss ich sagen, habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Oder? So vom Impact her? Oh, okay, die hat... Alter, die hat... Okay! Die hat ja mega die Reichweite! Zur Seite mit dir, du Loser, du. Zur Seite. Ey, ich finde diesen Grafikstyle so geil. Das sieht richtig nice aus. Okay, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Das muss ich sagen, das sieht mich auch so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dass die Zombies, das haben wir ja schon mehrfach jetzt gesehen, direkt vor unseren Augen spawnen, weißt du? Oder teilweise direkt hinter uns plötzlich aus dem Nichts spawnen. Oder wissen wir erzählen, die sind ja auch alle im Sand vergraben gewesen. Nein, nein, nein. Ah, guck mal, wo kommt der denn her jetzt plötzlich? Oh gut, das hätte ja natürlich sein können, ne? Aber wir haben schon gesehen, dass da teilweise die Leute... Tatsächlich, die kommen aus dem scheiß Sand. Aber gerade in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall einen gesehen, der direkt vor uns gespawnt ist. Das ist natürlich ein bisschen... Ich weiß nicht, auf der einen Seite...
Warte mal, wenn ich so überlege. Auf der einen Seite vielleicht nicht so cool, auf der anderen Seite hast du halt dann die ganze Zeit irgendwelche Gegner zum Platten machen. Hallo? Wäre auch schade, wenn es die ganze Zeit leer wäre. Ja, gut, ey, keine Ahnung. Right. Quarantine Corridor to the Lifeguard Tower. Jetzt habe ich meine ganze Schrotmunition einfach verballert. Aber hat auch Spaß gemacht. Hat sich gelohnt. Hat sich. In a Halloween sort of way. Hat sich gelohnt. Warte mal. Sicherungskasten. Ach, das war das Fragezeichen. Ach, schade, aber auch. Schade, dass wir es nicht abklappern konnten beim letzten Mal. Schon wieder ein verschissenen. Ich kann das nicht mehr sehen, oder? Ich kann es nicht mehr sehen. Hier. Ich kann es nicht mehr sehen, Junge. Was ist denn hier los, Alter? Die da hier nachgepuppt oder was? Heftig. Damit du reinkommst, da reinkommst. Hatten wir eigentlich mal so eine längliche Sicherung? Hatten wir das einmal gefunden? Ja, doch, doch. Aber. Ach, können wir auch gleich klettern, oder was? Aber wie gesagt, ich kann es nicht mehr sehen, ja. Kann es nicht mehr sehen. Here goes nothing. Love what you've done with the place. Ach du Scheiße. Seems the officer of the day had the code. Ach du Scheiße, man, was geht da ab? Last entry was a Wednesday. Ey, krass, die Waffe spiegelt sich, aber wir selber als Figur nicht. What? The fella on duty was Hicks. Do any of these dead boys look like a Hicks? Okay. Finde Hicks. Oh, Junge. Beim Scheißen gestorben. Muss ich jetzt hier eine auf dem Scheißhaus finden, oder wie? Come on, Hicks. Don't be shy. I don't bite. Yes. Ugh. Nope. Yeah, not what ist das I so mal, dass es wirklich nur 1% immer hochgeht? Ugh. Nope. On the right track now. Ah, okay. Gut. More of the code. Ah, jetzt haben wir's. Just need Hicks's tags now. Last seen going for a shite. Class. Okay. Warum wird mir das jetzt hier? Hier muss es sein, oder was? Okay. Jetzt los mit der Musik. Ach, Junge, ey, wirklich. Hört doch mal auf damit, Alter. Was ist das, Junge, weil du mich schon wieder angegrapscht hast, ey. Junge, wie der einfach wegätzt. Bam! There you are. The whole code. Easy. Oh, Danny. Learn to shut your gob, would ya? I do like a challenge. I do like a challenge. Soll das jetzt die Challenge sein? Irgendwelche Pisser, die auf mich zugelaufen kommen? Infizierten Blut. Ah, gut. Wir brauchen aber noch mehr Zombie-Teile. Zombie-Teile. Kleiner Schreihals, du.
Let's go, ey. Das macht schon echt übel Bock gerade mit der Knarre, ey. You first. This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That corridor is not secure. But it's your funeral. Out. Aus. Fuck you, you dry shit. Ey, geil, Mann. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Geil, ey. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Halt doch etwa das Maul. Let's go, Junge. Das macht richtig Bock gerade mit den Schusswaffen. Nimm mit, nimm mit. Alles schön mitnehmen. Hat das irgendeine Bedeutung, Code? Ja, keine Ahnung. Schön aus der Hüfte, mal hier. Schön aus der Hüfte. Wie beim Pornodreh, ne? Immer aus der Hüfte, ja. Zack, und wieder werde ich angegrapscht. Was soll das, ey? Nee, Stachelgeier. Geh mal weg, ey. Huhuhu, Junge, geh weg, Dingeltangelbob. Ich fuck nicht ab, ey. Ey, die Haare sind ja komplett weggebrannt. Das sah ja richtig krass aus. Also nicht komplett, da war noch ein Stück. So ein kleiner Afro. So ein Irokesen, meine ich. Afro hatte die ja vorher. Auch nice. Nimm, alles mitnehmen. Die sind aber auch Zombie-Massen, ey. Unfassbar. Das ist dann nicht mehr normal. Okay. Ach du heiliger Bimmer, wie viele Zombies stehen denn da? Mensch! Sag mal, das ist doch nicht nett von mir. Warte mal. Kann man hier durch, ne? Ah, was sagst du jetzt, du Bitch? Ich lebe. Ihr habt euch alle hier versteckt die ganze Zeit, war? Ja, natürlich, klar. Wahrscheinlich. Okay, listen up. You want to head through the gate to your right. It's wall to wall up. It's the last chance to turn back. Do not attempt to enter the tower, or I'll send a squad to toss your ass out. Try it. Okay, neues Level, baby. Neue Lebenskarte freigeschaltet. Sieh, ob das geht. Rutsch an. Warum habe ich denn das ausgewählt? Rutschangriffe, warum habe ich das ausgewählt, Freunde? Hä? Fitness first. Erwische Zombies mit dem Sportschlag, um Gesundheit zurückzugewinnen. Nein. Zerschlage ihre Abwehr. Sprungtritte, Angriffe, schwächen Zombies. Nein.
Mehr hast du nicht drauf? Blocke einen Angriff oder welche? Nein. Gesichert, der Gebrauch von einem Medkit, habe ich das nicht mehr? Hä? Warum? Ja. Was ist denn? Was ist das hier? Sei das Erdbeben, das du sehen willst. Deine Grundfundangriffe erhalten einen großen Kraftboost. Der handelsübliche Zombies in die Luft schleudern kann. Nice! Ja, das hört sich geil an. Das hört sich geil an. Ist schon wieder eine Story-Quest abgeschlossen? Okay, das geht mega schnell. Ey, das ist ja mega... Was ist denn hier los? Warum sind die Missionen alle nur 10 Minuten lang? Der letzte Spießrutenlauf. Jetzt geht's aber los hier. So, Spießruten, wenn man das so hört, so, ja, ja, ja. Aber wenn man weiß, was wirklich ein Spießrutenlauf ist, dann ist es schon ziemlich übel eigentlich. Wenn man weiß, woher das kommt. Ja? Der weiß auf jeden Fall nicht, woher die Schläge kommen. Ja, und stirbt einfach nur. Okay. Macht schon tot. Also das ist, das wundert mich aber wirklich, dass die Schreier wirklich so unfassbar viel aussagen. Man hat er jetzt wirklich gut gesehen? Schweig, Alter. Was ist los, Alter? Jetzt geht's aber los hier. Raserei, Spezialangriffe. Was ich sagen wollte, dass die Schreier wirklich mehr aushalten als die Mann. Ne? Das überrascht mich immer wieder. Okay, ja, Fähigkeiten. So, was nehmen wir schon mit? Raserei, Fähigkeiten-Slot. Du kannst es nicht drin behalten. Halt im Raserei-Modus R1, um kaustische Galle auf nichtsahnende Zombies zu kotzen. Okay. Okay, okay, okay. You're really doing it. Well, good luck. And give them hell from me. Ah, am I getting pep talks now? Our friendship has really blossomed. I'm not gonna lie. It's tough beyond this gate. Your pep talks could use work. Look, I'm just gonna wing it. How does that sound? Ja, ich lieb die Waffe, ey. Ich lieb diese Waffe. Dieser Waffentyp ist mega. Weil die so unfassbar schnell ist, ne? You wanna mosh? Grand. Show me what you got then. Show me what you got then. Da staunst du, wa? Raus mit dem Auge. Ab mit dem Kopf. Hab ich hier gerade die Perücke vom Schädel gehauen? Hatte die nicht dran noch Haare? Weg damit. Weg mit dir. Holy moly, Alter. Oh, und die Waffe, wie die hier durchsäbel, ey. Als wäre ich in so einem Dschungel und müsste es Dickicht so richtig beseitigen. Ach, guck mal, hier ist der Trainingslauf. Ach so, das ist ein Trainings... Ne, oder? Wofür ist das Wasser hier? Sieht fast so aus, ne? Schlagstock. Wie langsam der jetzt ist, ey. Mein Re Boah, scheiße. Reinhauen tut er ja, ne? Okay, ihr wollt es nicht anders. Lad nach. Lad nach! Ohoho! Einfach das Bein weggeballert, nice. Junge, das kann ich auch. Okay. geil. Richtig geil, wie die einfach wegfliegen. Tieren und versengen. Bringen sie alle um.
Johnny, bring sie alle um. Warte, ich will einen Move machen, warte. Ah, schade. Steh doch auf, Junge. Nein, ihr müsst mal so richtig nach oben fliegen einmal, bitte. Ich wollte auf den Boden stampfen und dann in der Luft kaputt machen. Ja. Sag mal, apropos, bringen sie alle um. Wie viele? Wie viele noch? Mach ich irgendwas falsch? Muss ich irgendwie, Okay. Oh shit. Sag mal, muss ich irgendwie, ach du Scheiße. Muss ich hier irgendwie die, Zugänge zumachen oder was? Es kommen ja immer mehr, es hört ja gar nicht mehr auf. Mach ich irgendwas falsch? Außer, dass ich übelst krass die Leute hier gerade platt mache, auf geile Weise, oder? Und das kann ja nie falsch sein in einem Zombie-Game. Guck mal, das nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Hä? Ich weiß gar nicht. Oder ist es jetzt hier die letzte Welle, F? Naja, kommt noch direkt wieder neue raus. Schließlich. Oder muss ich irgendwie an einem Zeitpunkt alle tot haben, dass keine nachgespawnt sind? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Alter, er ist komplett verbrannt unter der Rüstung. Boah, heftig. Heftig gemacht. Heftig gemacht. So, lass mal sehen. Ja, das kann auch wieder weg. Das kann auch wieder weg. Okay. Ich dachte schon wirklich kurzzeitig, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber das wäre ja lächerlich gewesen, ne? Wenn ich was falsch mache. Ach, das gibt's ja gar nicht. Exquisit. Exquisitres, ja, okay. Schön, cool. Das kann ich weg direkt. War scheiße. Hat keinen Spaß gemacht. Das kann auch weg. Macht auch keinen Spaß. Kleines Messer, weg. Oh ja, wenn man den Hammer noch mal ein bisschen ausbaut. Oh, feeling the call of those soft, pillowy hotel beds from here. Oh, yes. Serling Hotel, here I... Ach, schade. Eine Sekunde länger, dann wäre das perfekt geteilt. So, weißt du, sie sagt das letzte Wort und dann geht's erst in den Ladebildschirm. Das wäre fast geglückt. Schön, sowas anzugucken bei so einer chilligen Musik, oder? Mhm. Finde ich auch. Gut, 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 gut. Ich würde aber sagen, wir machen hier Schluss an der Stelle von. Ja, ist ein ganz guter Moment. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich auf jeden Fall. Das war schon geil. Aber ich dachte irgendwie, ich mache echt was falsch, weil da immer und immer und immer wieder. Aber das war das Geile. Wie viel haben wir da platt gemacht jetzt? Was denkt ihr? Was schätzt mal jetzt, bevor ich jetzt gucke, wa? Schätzt mal, wie viele Zombies ich jetzt getötet habe. Jetzt könnt ihr mal schätzen. Jetzt gucken wir mal. 998 schon. 998. Verstümmelte Gliedmassen. Nur 5 oder 5. Also. Okay. Story Quest 16 von 24. Wir sind schon fast durch mit der Story. Unfassbar. Unfassbar, Alter. Unfassbar. Das.
Na gut, ja, wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.